Hallo Leute, es geht weiter mit Dust in Illusion Tale. Und zwar hatten wir zuletzt unsere Mission hier beendet. Und zwar das mit Korra und dem Dämon, den haben wir besiegt. Und Kane hat uns ein paar Hinweise gegeben, wie es weitergeht. Das ist die Hauptquest. Aber ich hatte auch noch ein paar kleine Nebenquests, wo ich ja das letzte Mal und überhaupt immer sage, die mache ich manchmal auch so ein bisschen offline, weil das so viel Gerenne und so viel gekämpft ist, würde es sonst echt lange dauern, bis man hauptquestmäßig auch mal weiterkommt. Aber eine Sache, die möchte ich doch noch mit euch zusammen machen. Und zwar hatten wir diese Kiste von Reed. Und die hatten wir uns besorgt. Die müssen wir wieder zurückgeben. Das hatte ich gerade gemacht. Und naja, vom Dialog her und allem dachte ich, nee, da lade ich nochmal neu, ohne zu speichern. Und bin jetzt an der Stelle nochmal. Und wir können jetzt ihnen die Kiste zurückgeben. Wir wissen ja nicht, was in dieser Kiste ist und was es damit auf sich hat. Die hatten wir genau von Smobob bekommen für diese Fidget-Puppe, die wir gemacht hatten damals. Und deswegen würde ich sagen, geben wir die doch ihm jetzt mal zurück und ja, seid mal gespannt. You found it! Quickly, give it to me! Relax, Reed, it's just a box. Just a box? No, it's not just a box. Didn't you hear it whispering to you? The whispers. Lies. I'll say. They told me the box was filled with cupcakes. I opened it up and nothing was inside. Oh no, you opened the box! Why did you open the box? I told you not to open the box! Quick, take it back! I can't hold this! Hey, what are you doing? I thought you wanted your box back. I went through a lot of trouble getting that. Yeah, we had to find this girl in Mudpaw, and then make her a doll that looked like me, then trade the doll for the box. Honestly, it was a bit roundabout. Do you know what you've done? You've unleashed the power inside this ancient prison, and now it will consume your very soul! Okay, Reed, I really think it's time you went inside and got some sleep. I think... Wait, what's happening to me? There's something... What's wrong with me? Reed, what was that? What's going on? I feel weak. Like something's sucking the life right out of my body. Then it's already started. Oh, why did you have to open the box? I said not to open the box! Look, let's not dwell on the whole who opened the box thing. The box was open. That's in the past. We can't change that. We should be focusing on the future and, you know, less about me. The presence inside this box, it latches onto your soul, tries to take over your mind. The only way to stop it is to break the barrier between body and soul. In other words, Dust, you will need to kill yourself. Reed! It really is the only way, Dust. You mustn't take too long, or you could end up like me. You know what? I love this plan. I'm happy to be a part of it. Shut up, Fidget! I can feel my life draining away every moment. Reed, what do I have to do? Travel outside the village, pick a fight with some monsters, and lose. If you do it in time, the presence latched onto your soul will be shaken loose and returned to the box, and you will return back to your normal self. That is, assuming you do it in time. Dust, you can't seriously be considering... Fidget, I don't have time to argue! I can feel it draining my life away! We need to get out of the village and fast! Oh Gott. Ja, es geht los. Wir haben echt ein Problem und, weiter weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, scheiße. Ja, aber... Ach, dann gehe ich eben nach rechts. Leck mich. Oh, es wirft mich von alleine wieder zurück. Kann ich hier irgendwas machen? Ich laufe ja schon. Lässt mich nicht. Ja, komm. Wir schlittern. Schlittern ist gut. Schlittern geht schnell. Ja, wir schlittern. Schlittern. Schlitter, Schlitter. Komm. Weiter. Oh, dann eben unten lang. Mir doch egal, wie. Shit, ich muss mich heilen.
kann ich mich nicht heilen? Doch. Ich kann schon noch. Besser ist... Oh, hi. You're new. Wer ist das denn? Are you travelers? Maybe you can help me? I can't find my little brother Corbin. Wie, jetzt zwischendurch noch eine Quest? He's not in the village? No, he's not here. I can't find him and I've looked absolutely everywhere. Don't worry, I'll keep an eye out for him. Während er stirbt. Entschuldigung. My name is Colleen. Oh, I wonder if he left the village. He could get hurt. Calm down, Colleen. I'll look for him. Where did you see him last? Ich sterbe zwar gerade, aber ich bin ganz ruhig und rede mit dir und helfe dir. I think he was doing something for Mr. Gianni, but whenever I ask him about Corbin, he says he's too busy. I really don't like that guy. Gianni, huh? Okay, wait here. If you find Corbin, please bring him home. I'm really getting worried about him. Okay, aber hier oben waren wir doch dann schon. Schlittern, 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 raus aus dem Dorf. Komm, 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 komm. So, und jetzt muss ich einfach irgendwo hin, wo Monster sind, ne? Nehmen wir doch diesen Bauernhof hier. Ja, da sind doch auch immer welche. Komm, lass dich umbringen. Das müsste doch gehen. Hier. Monster. Sonst werden wir immer überflutet von Monstern. Jetzt, wo ich welche brauche, sind keine da. Och. Das kann nicht sein. Ja. Ja, Fitch. Mann! Ich komme hier nie wieder raus. Echt. Ey, ich komme hier nicht weg. Oh, ich mach... Das nervt. Oh. Ja, ist klar. Ich komme hier nicht raus. Hier, da ist ein Monster. Monster, ja, töte mich. Töte mich, töte mich. Und? Did that do it? Are you okay now? Was war das denn, ey? I think so, yeah. As soon as I took that killing blow, I felt something, like a weight lifted. We should check in with Reed. Überall sind sonst immer Monster. Wenn man einen sucht, ist keines da. Yeah, the sooner you get rid of that box, the better. Ja, so schnell kann's gehen. So, wo ist der Typ jetzt? Müssen wir wieder nach ganz links laufen. Das Dorf Aurora, das kennt ihr ja noch. Ist ja noch relativ vom Anfang. Anfang. Und, ja. Hier sind ja überall immer kleine Nebenquests. Und manchmal vergesse ich die Sachen auch überhaupt mal zurückzubringen. Oder wie jetzt, wo wir so partsweise lang in dieser Geisterstadt waren. Ja, da bleibt gar keine Zeit. Da sind ja dann Stu. Da ist er ja schon. So. You were right, Reed. Somehow that killing blow managed to shake the presence free. I'm back to my normal self again. I'm glad that's the case. Anyway, I was planning on using this revival stone on you if my plan didn't work. But it should still serve as an adequate reward. Wait, what do you mean if your plan didn't work? Well, it did, didn't it? So, now I have no use for this revival stone, and you can take it. Hopefully you'll never have to use it. Yes, well, you keep that box under lock and key. We're just lucky that kid down in Mudpod had the common sense not to open it. I will never let it out of my sight again. It's my burden to bear, after all.
Good luck, Dust. What else whispers to me? No. No, it can't be. The trees? The trees themselves whisper an ancient song. Somebody must chop them all down to silence their lies. Mm-hmm. Goodbye, Reed. Voll besessen irgendwie. Ja, alles abgeschlossen, sehr schön. Ich habe natürlich auch das rote Moos in Schlamming zurückgebracht gehabt. Da habe ich dann halt auch einfach eine Geldbelohnung für bekommen und sowas, ne? XP kriegt man ja immer. Das Übliche halt. Ich denke, das war's jetzt hier auch. Aber, genau. Jetzt haben wir da auch schon wieder eine neue Mission bekommen mit dem Bruder, genau. Dorf erholt für seinen Aufenthalt. Colleen sucht nach Corbin, ihrem vermissten Bruder. Sie behauptet, dass Gianni? Wo habe ich den denn nochmal? War der nicht auch links? Suchen wir den mal. Das Gianni? Ist nicht dieser Maler das? Dieser Doofkopf, der uns immer ignoriert. Please, Dust. Go there and see it. Ja. Genau, das war der mit seiner Liebsten. Ist das der hier? Ja, das ist Gianni. Gianni, I want to ask you about a boy named Corbin. Ah, have you seen him? Where has that foolish boy run off to? I was hoping you could tell me. He must still be wasting time in Ivydale Glen. I just knew I shouldn't have trusted that boy with cleaning my fabrics. Corbin is doing your laundry outside the village? I do not see why this is so difficult to comprehend. But then I suppose you don't have the capacity for rational thought. If you are so concerned, maybe you should go look for him instead of waffling about. Oh, I'll find him. Then we're going to have a little chat. Wo müssen wir jetzt genau hin? Ins Efeutal. Wo ist denn das? Ich habe eine neue Region entdeckt. Ach so. Ja. Dann ist klar, dass ich nicht weiß, wo das ist. Wenn ich das jetzt erst kennenlerne. Dann würde ich sagen, ja. Wir haben jetzt mehrere Orte, die wir angucken können. Wer ist das nochmal? Jihan, okay. Ja. Das ist das Efeutal. Wir könnten jetzt aber hier zum... War das der verborgene Hain? Wo ich, verborgene Hain. Denn wir hatten ja hier damals, ich glaube, das war das hier. Genau, wo wir hier das Problem hatten und nicht weiterkamen. Und das wollte ich eigentlich jetzt nochmal ausprobieren. Weil wir ja jetzt eine Fähigkeit mehr haben, die wir vorher gar nicht hatten. Und da waren ja immer diese Kletterpflanzen und ich kam nicht weiter und so. Da will ich doch nochmal lang. Genau, und dann könnte man da jetzt hoch. Man könnte vielleicht aber auch hier hoch. War hier auch was? Nö. Dann links. Und ich schätze mal, ich brauche eine Bombe. Sonst gäbe es die da ja gar nicht. Ja, da brauche ich die für. Das ist schwierig. Nein. Das ist gut. Jawohl. Super. Jetzt kommen wir hier nämlich auch... weiter. Nee. War schon richtig hier. Hier will ich hin. Ja, gut. Jawohl. Oh Gott, es ist alles so labyrinthisch hier. Aber irgendwo wird es ja auch mal weitergehen. Bin ich wieder zurückgelatscht. Wie komme ich denn darüber? So. Aha. Gehe ich mal hier erstmal hoch.
Was ist hier? Ich muss irgendwie so schlittern, dass ich da überhaupt landen kann. Er schlittert sonst da drüber hinweg. So. Ohne diese Fähigkeit, an diesen Ranken zu klettern, gab es das ja gar nicht vorher. Da kam ich ja gar nicht weiter. Bin ja sehr gespannt, was hier jetzt noch so ist. Oh ja. Speichern. Vor allem nach diesem Ding mit Reeds Kiste. Das war ja auch cool. Oh, wer ist das denn? Who's there? Who are you? Are you Sarahi? Don't worry, I'm a friend. Please, just stay back. Hey, sie haben sich gefunden. Sarahi. Mosca? Mosca, is that you? Yes, Sarahi, it's me. Oh, Mosca. Denim was destroyed. Everyone was killed. I was so scared. You don't have to worry anymore, Sarahi. My friend Dust here, he stopped that menace in Denim. Those monsters destroyed my home, Mosca. I don't know what to do. We'll go back to Aurora, okay? You and me. We'll figure something out. Will you two be all right? I think so, Dust. Thank you. For everything. Yay! A single survivor in the whole village. Ah, okay, nicht so yay. One is better than none. Come on, let's get out of here. Toll. Stehen Sie hier jetzt noch? Nö. Ach, das ist ja schön. Und was habe ich hier bekommen? Ich weiß es nicht. Du hast Sarahi gerettet und sie wieder mit Mosca zusammengeführt. Die beiden sind ins Dorf Aurora zurückgekehrt. Mission abgeschlossen. Das finde ich sehr schön, dass wir denen jetzt geholfen haben. Ach ja, da müssen wir noch hin. Ja, auch da habe ich eine neue Mission bekommen. Ist nichts so Wichtiges, wieder 8 Bestienspeere und so. Ich weiß aber gar nicht, welche Speere das sein sollen. Also ich soll 8 Bestienspeere noch finden. Muss ich noch gucken, von welchem Monster das sein soll. Weil hier steht einfach nur, die das Tal unsicher machen. Ja, welche Monster denn? Das mit dem Schnee können wir natürlich auch noch nicht machen, weil wir noch nicht im Norden waren. Und das mit der Schmiede müssen wir auch noch unbedingt zusammen machen. Vielleicht noch in diesem Part mal gucken. Ich laufe mal hier... Nicht weiter? Okay. So. Dann war es das hier an der Ecke. Genau, hier waren wir aber noch nicht. Voll die ganzen Schlüssel. Cool. Ja, das hat nicht geklappt. Das war ja dann auch alles nur gut hier, um sie dann zu holen, oder? Also ich meine, dann haben wir doch alles hier erledigt. Kann ich das irgendwo sehen? Da müsste ich dann auf die Karte zugreifen können. Also nicht die Karte, sondern... Doch, aber 100% alles erreicht. Dann können wir ja tatsächlich raus hier, wenn ich den Weg denn dann finde. Super. Ja, 100% geschafft. Dann ab nochmal ins Efeutal, damit wir da die Mädel auch nochmal helfen. Efeutal. Wir klappern hier alles durch. Ja. Ich beeile mich. Huch. Was ist das denn für... Was? Was haben die denn für ein Explodierproblem? Stimmt. Die explodieren ja irgendwie mehrmals. Aber immerhin können wir ja immer so ein bisschen weglaufen. Pass bloß auf, Fidget. Ich guck einfach mal, was hier überhaupt ist.
solange wir immer noch ausweichen können, ist es ja okay. Her mit den Hühnern. Laufe ich jetzt wieder zurück? Ich will nicht wieder zurück. Ah. Da möchte ich aber schon hin. Finde ich gut. Ich mag das auch, dass es bei diesem Speicherpunkt immer so diese mysteriöse Musik gibt. Weiß man immer, dass man speichern kann. Ist irgendwie so beruhigend. So, wo ist er denn jetzt? Wäsche machen. Oh oh. Irgendwas Unsichtbares. Was auch immer es war, ich hab's kaputt gemacht. Hey, are you here to help me? Please tell me you're here to help me. Let me guess, you're Corbin? You know your sister's been looking everywhere for you. I had to hide in here with all those monsters around. Well, they're all gone, so you should be safe now. Are you hurt? Do you need help getting back home? I'm okay, I think. I know how to get home by myself. I come here lots, but there were never any monsters. You'd better go while it's clear out there. I still need to get Mr. Gianni's laundry. I dropped it down there, and I don't want to get in trouble. Der Gianni, der hat echt einen an der Marmel. No, Corbin. You go home. I'll take care of it. Ja. Oh, wow, thanks. Here, take this. You'll need it if you go down there. A white resonance gem. That should come in handy. Thank you. Now, go on. Hurry back to town. Cool. Seriously? We're going after that jerk's laundry? We're going on a laundry quest? I wouldn't want Gianni blaming that poor kid for what's happened. Come on, we'll kill some monsters on the way. It'll be great. Jawohl. Wollte die Sachen hier noch einsammeln. Ja, dann machen wir das doch mal. Cool, wir haben einen weißen Resonanzstein bekommen. So soll's sein. Und sind auch schon bei 45% des Spiels. Das finde ich auch gut. Ich will euch ja auch auf dem Laufenden halten, wo wir gerade stehen. Stirb. Wo sind die Bombenfrüchte? Ich brauche schon wieder eine. Ich sehe schon, ich muss ein bisschen hüpfen. Was war das? Well, here's where Corbin drops the basket. Might as well return it for him. Do mine eyes deceive me? Or did he accidentally drop it near a poison ivy bush? Fidget, what's going on in that twisted little brain of yours? Nothing, nothing. I'm just saying, wouldn't it be a shame if some poison ivy fell into his basket? You know, completely by accident. Or, you know, not. You are positively evil, Fidget. But... Doch, diesen Giftzumach hat Giannis verkommene Seele mehr als verdient. Nein, das wäre zu grausam, so gern ich auch würde. Ja, die Frage ist, wenn ich Nein sage, redet er dann nochmal mit ihm? Kriegt er dann wenigstens sein Fett weg? Oder ich glaube, wenn wir ihn vergiften, werden wir ihn auch heilen müssen. Deswegen sage ich Nein und versuche erstmal mit dem zu reden. Auch wenn ich ihn total unsympathisch und blöd finde. Vor allem, weil er das Kind hier unten hingeschickt hat. Boo! Boo, I say! You're no fun, Dust. No fun at all. Ja, aber ich habe gar keinen Bock, den dann wieder zu retten irgendwie. Ich wette, der ist dann voll vergiftet, wir sind schuld und müssen ihm helfen und nee. Gar keine Lust zu, dem Typen dann noch helfen zu müssen. Dann lieber vergiften und aus dem Staub machen, dann stirbt er eben. Aber so bin ich dann ja auch nicht. Oh. Dann lieber ihn so ein bisschen zur Sau machen und ich hoffe, dass er das dann wirklich noch macht, nicht, dass ich das
bereuen muss zum 500. Mal. Er fällt auch einfach runter. Ich habe mich natürlich nicht bewegt. Ja, weil er immer so ein bisschen schlittert. So, komm mal mit jetzt. Dass er selber immer keinen Schaden nimmt. Cool. Das war klar, das war ein bisschen zu nah. Voll die Kettenreaktion immer. Das war auch wieder zu nah. Und das nur, weil ich nebenbei einen Screenshot gemacht habe. Manchmal sollte man das nicht tun. Achso, wir sind jetzt einfach wieder hier rausgekommen, oder was? Ja, das war sozusagen der schnelle Rückweg. Dann wieder zurück ins Dorf Aurora. Hallo Leute, wie geht es euch? Hallo Jihan. Hey, hey. Ihr alle zusammen. Wo ist er denn? Da ist er. All right, Gianni, let's talk. Would you mind telling me why you have a child running errands outside the village with monsters around? Well, I certainly can't be running around outside myself. Those monsters, they are dangerous. So, where is that Corbin brat? He's lucky I'm the patient type, and I didn't report his laundry thievery to the guards. Well, after rescuing him, we sent him back to the village. Rescuing him, you say? Is he all right? Yes, he'll be fine. A bit shaken up, but... Fine, fine. And what of my laundry? Surely, after all that time he spent out there, it must be cleaned by now. Yeah, Gianni, here. Take your laundry. But you're never going to ask Corbin to leave the village again. Do you understand? Well, when you put it so threateningly, I suppose I have little choice in the matter. Good. For your sake, you should hope we don't have to talk again. Believe me, I will avoid it if I can help it. You know what? I kinda hate this guy. And I would just love to maul his pizza. Mach mal, Fidget. Manners, Fidget. It's what separates us from the animals. Okay, gut. Immerhin habe ich dafür eine Errungenschaft bekommen gehabt, dass ich den Idioten hier, ne, nicht vergiftet habe, aber trotzdem mag ich ihn nicht. Ich schließe mich Fidget an. Ich hoffe wirklich, dass er den Kleinen nicht nochmal dahin schickt. So, keine Ahnung, wie es jetzt hier mit diesen komischen Lanzendingern, Speeren, genau, ich soll ja 8 Speere noch einsammeln, aussieht, aber das lasse ich jetzt mal. Ja, ja, hallo Leute. Ich finde es ganz gut, dass wir in diesem Part wieder ein bisschen mehr so friedlich rumgelaufen sind und ein bisschen die Leute wieder fröhlich gemacht haben. Und wir könnten jetzt zur Lichtung. Allerdings würde ich sagen, dass wir das endlich mal mit dem... war das der Wald von Abadis? Machen, was mich so ein bisschen nämlich nervt, ist das mit der Schmiedin. Das haben wir immer noch nicht gemacht und ich möchte ja eigentlich immer meine Rüstung auch mal aufbessern können. Weiß aber nicht, war das der Schützenpass oder was, wo war das? Ich glaube, das war der Schützenpass. Wo wir hin müssen. Oh, und sogar nicht mal alles eingesammelt, wie ich sehe. Was haben wir denn hier für eine Notiz? Mach dir keine Sorgen, das Mädchen. Ich habe sie an einem sicheren Ort in einen Käfig gesetzt. Falls du sie je finden musst, klettere einfach über der Holzbrücke bei Grubenheim hoch nach oben. Versuch bloß nicht deinen Wandsprungtrick, um sie zu erreichen. Du würdest abstürzen und dir den Hals brechen. Aha, aha, aha. Hier waren wir doch noch gar nicht, oder? Hier waren wir nicht. Kann mich nicht erinnern. Oder ich erinnere... Ja doch, wir waren hier schon mal. Mhm. Ah! Leute.
egal. Die ganzen Sachen, die da liegen. Ach, ich würde sagen, ich speichere an dieser Stelle einfach mal. Und gucke mal, wie ich das mache mit dieser Geschichte mit der Schmiedin. Das müssen wir mal machen, damit wir auch immer unsere Rüstung... Wir haben jetzt so viel schon eingesammelt an Sachen immer. Vor allem an diesen, ja... Hier, diese ganzen Geschichten hier, das könnten wir alles schon anziehen, wenn ich denn das mit der Schmiedin gemacht hätte schon. Deswegen machen wir das im nächsten Part. Und ich freue mich, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!